Meine Güte, ist das Wochenende schon wieder vorbei? Ist ja unfassbar. Na gut, keine Müdigkeit vorschützen. Es geht los. Und damit willkommen zurück zu Minecraft am Montag. Ich war in der Zwischenzeit mal kurz unterwegs hier drin und habe hier schon mal so ein Dinges hingestellt. Aber ich mache es hier mal ein bisschen heller, damit du das siehst. So einen kleinen Endlosbrunnen, weil guckst du hier. Den Obsidian. Weißt du. Und den Obsidian, den möchte ich nach Möglichkeit ganz gern verwenden. Und ich erinnere mich dunkel, dass hier was drunter war. Und deswegen nutzen wir das jetzt einfach mal aus. Diese Gunst der Stunde. Ach, guck an. Und pflücken uns das mal. Warte mal, das müssen wir vielleicht ein bisschen Andreas rummachen. Die müssen wir zulassen. Pass mal auf. Ich versuche mal hier so ein bisschen Cheteruketur reinzukriegen. The problem what I see ist allerdings, ja, da ist nämlich schon was drunter. Also unter diesem Obsidian befindet sich bereits Lava oder findet sich auch noch mal Lava. Und das ist auch nicht so ungewöhnlich. Huch! Na, pass mal auf, bevor wir jetzt hier Scheiße bauen. Fup, 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 fup. Oh. Nicht so gut. Flip. Fup. Bevor wir da jetzt irgendeinen Scheiß bauen. Warte mal, wir brauchen doch da nur einen Eimer für. Dann machen wir doch das mal frei. Machen Sie mal frei. Nein. Dann machen wir das mal frei, damit wir das Inventar nicht so zumüllen. Und dann reicht uns nämlich erstmal für diese Aktion ein Eimer aus. So, den nehmen wir. Fupp. Und dann beleuchten wir uns das Ganze ein bisschen hier. Das ist natürlich ärgerlich hier mit dem schwarzen Granit, ist das hier unten ziemlich dunkel. Halt. Wir haben 8. Wir brauchen jede Menge Obsidian. Kinders, es nützt nichts. Wir müssen hier Obsidian holen. Ich ahne bereits, dass sich hier dahinter auch wieder was befindet. In anderen Höhenlagen. Was haben wir denn da? Silent Kill Beat Nummer 17, KST Beat. Macht dieser Kollege eigentlich noch irgendwas? Muss zugeben, ich habe schon lange nicht mehr auf seine Seite geschaut. Müsste man eigentlich mal machen. Der begleitet uns schon so lange durchs Let's Play. Da bin ich der Meinung, sollte man vielleicht doch einfach mal einen Blick hinwerfen. Auf seine Seite. Immer mal wieder. Weil er macht schon guten Kram. So ist das ja nicht. So, was gab's denn alles so in dieser Woche? Das Trampeltier hat es gewagt. Das Trampeltier hat tatsächlich ein bisschen rumgebombt. Das Trampeltier aus den Vereinigten Staaten hat tatsächlich ein bisschen was nach Syrien geschickt. Die Frage ist halt, ob das Sinn macht, was er da hat. Also generell macht Krieg grundsätzlich keinen Sinn. Das war noch nie so, aber die Menschheit lernt auch nicht aus ihrer Geschichte. Und deswegen weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also naja, also ich bin da gar kein Freund von generell von Gewalt, ja. Und ich bin auch kein Freund davon, dass irgendwelche Präsidenten meinen, sich gegenseitig zeigen zu müssen, wer die dickeren Eier hat und dafür dann Leben aufs Spiel setzen. Da habe ich ein Problem mit. Da bin ich von Haus aus absolut kein Freund von.
So gar nicht. Aber mal so überhaupt nicht. Ja. Wie siehst du denn das? Ich meine, kannst du ja mal was dazu erzählen? Hast du da eine Meinung zu? Oder ist dir das egal, weil es weit weg ist? Also mittlerweile ist es mir gar nicht egal. Weil wenn ich so bedenke, es kommt ja immer näher. Ja, und wenn man bedenkt, dass Deutschland direkt Verbündeter ist von den Amerikanski und von den Britanski und von den Franzmanski, dann sollte man sich darüber Gedanken machen, warum das vielleicht nicht unbedingt nur in Syrien passiert. Ja, weil sowas kann auch ruckzuck mal eben rüberschwappen und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Nur so ein bisschen. Ja. Mutti Merkel hat gesagt, Deutschland beteiligt sich nicht aktiv an irgendeinem Militäreinsatz. Natürlich nicht. Können sie ja auch nicht. Womit denn? Es ist ja nichts da, was funktionieren würde. Das alleine stellt ja schon ein großes logistisches Problem dar. Oh, guck mal, Cobblestone. Cobblestone ist eine Seltenheit in dieser Welt, weil wir hier mit einem Biomes of Plenty Seed arbeiten. Mit viel Material von Underground Biomes. Ja, wie zum Beispiel hier. Underground Biomes Construction, schwarzer Granit. Ja, diese Mod verursacht, dass wir die Standard Gesteinssorten so, wie wir sie aus Minecraft kennen, nicht mehr haben. Aber zurück zum Thema, oder kaum noch haben. Zurück zum Thema, was hältst du davon? War das nötig, dass der da reingeflogen ist? War es nötig, dass er da Ziele bombardieren hat lassen? Zusammen mit England und den Franzosen? Oder war es nicht nötig? Hast du da eine Meinung zu? Hast du da keine Meinung zu? Würde mich ja wirklich mal interessieren. Vielleicht entsteht ja daraus das ein oder andere gescheite Gespräch. Vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht habe ich auch gleich wieder irgendeinen Vollhonk in der Kommentarsektion, der mir irgendeinen Schwachsinn erzählt. Ich habe keine Ahnung. Aber selber nicht sagt, wovon. Weil er ebenfalls keine Ahnung hat, wovon ich keine Ahnung haben könnte. Huch, Lava! Alter Falter. Ui, 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 ui. So viel Zeug. Also es ist alles im Allem schon ziemlich interessant. Nur die Frage, warum dieser Typ da reinfliegt oder warum es Einsatzbefehle dieser Art gibt. Warum Leben aufs Spiel gesetzt werden, nicht nur von den Syrern, sondern auch von den eigenen Leuten. Wie macht man das jetzt hier am dümmsten? Ich muss nämlich mal ein Stück weit nach oben. Sonst wird es hier gleich für mich sehr unangenehm. Ich bin total Shep. Shep ist hessisch für schief. So, gucken wir mal. Ob wir hier oben vielleicht irgendwie noch was zur Beruhigung machen können. Nee, können wir nicht. Eieieiei. So, probieren wir es hier aus. Kann ich das hier irgendwie noch ein Stück weit aufmachen? Ja. Und dann wollen wir doch hier mal kurz ein bisschen fluten, wa? Wenn wir denn Wasser mitgenommen hätten.
Wupp. Mir verbrennt zu viel Material. Geiler Sound aus ganz, ganz früher Zeit. Ganz, ganz frühe Musikmachzeit. Die ersten 486er PCs waren da. Die ersten Rechner mit mehr als 30 MHz. Wow! Damit ist Musik gemacht worden. In einem netten kleinen Programm, was da heißt Impulse Tracker. Es ist lang her. Und ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich den alten Sound höre, juckt es mich immer wieder in den Fingern. Das Problem heutzutage ist man luxusverwöhnt. Ja, weil was du da hörst, hat keinerlei Dynamik. Heute willst du Dynamik. Ja, heute kannst du auf jedem Handy bessere Sounds herstellen als damals im Tracker. Aber der Song selber hatte doch Stil. Wir verbringen hier Folgenlängen damit, um hier Obsidian aus dem Boden zu krabbeln. Und wir brauchen es nun mal leider. Das lässt sich nicht vermeiden. Obsidian ist leider nötig für unsere Vorhaben, für alle unsere Vorhaben, alleine schon für den Zaubertisch. Dafür hätten wir jetzt genug, aber wir müssen ja auch nochmal nach Diamanten suchen und so weiter. Ja, also wir müssen schon ein bisschen was tun. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir den einen oder anderen Enderman erwischen. Ich muss mal gucken, ob es in den Biomes Oplenty Worlds überhaupt Strongholds gibt. Gibt's die? Weiß das einer? Gibt es Strongholds in Biomes Oplenty generierten Welten? Weil in der alten Welt war das nicht der Fall. Da konnte ich keine Strongholds mit direktem Portal zum End so finden. Bis wenn man mal auf die Fehlkonstruktion absieht, die da im Ozean war. Also so ein Stronghold würde ich schon ganz gern wieder finden. So, ich denke, wir machen an dieser Stelle dann erstmal hier obsidianmäßig Ende. Ja, weil wenn wir genug an Obsidian haben am Ende, dann bin ich ja schon nicht unzufrieden. Also es muss erstmal reichen für Enchanting Tables. Das ist so allererste Prämisse. Und dafür reicht's locker. Das reicht locker. Ja, aber jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir ein paar Diamanten bekommen. Hier in dieser dunklen Geschichte. Ich würde ganz gern in hellere Gefilde. Weil ganz ehrlich, so das deprimiert mich, wenn das immer so dunkel ist. Habe ich eigentlich noch genug Futter dabei? Nein. Okay. Das heißt, auch da werden wir uns jetzt langsam mal drum kümmern müssen. Wir müssen also noch mal ein paar
Zumindest mal, wenn wir schon keine Viecher umlatzen, müssen wir auf jeden Fall ein paar Felder bauen, dass ich wenigstens Brote mitnehmen kann.